So. Dann versuchen wir mal zu schauen, was bei den Fragezeichen ist. Ist hier noch irgendwas im Dorf an Sachen großartig? Oh ja, tatsächlich. Wieder ein bisschen Plunder zum Verkaufen. Zu irgendwie. Hier war Hendrik. Oh. Das ist zugefroren auch. Aber hier lässt sich noch was holen. Ich meine, die Leute brauchen es ja jetzt eh nicht mehr, ne? Okay. Die ist auch zu. Ich glaube, dann waren wir jetzt überall drin? Ah, nein. So haben die alle immer zerbrochene Haken. Ich meine, dann werft sie halt weg, wenn die kaputt sind. Immer diese Messies hier. Ah, okay. Ich glaube, wir können los, Plätze. Genau, wir können los. Welche Richtung ist das? Hier raus? Komm schon! Gott. Nicht so wild. Langsam. Sieht mir aus wie ein Banditenlager. Mal schauen, wie stark die sind. Oh, jetzt bist du dran. Tötet ihn, spaltet ihn, werft ihn in den Graben. Komm schon, komm näher. Auf zu blocken. Ich wage es nicht, über meine Eier zu reden. So. Was habt ihr denn so? Hm, eine Jägerhose. Keine Ahnung, Spiegelrock, Aketon. Ich weiß nicht, was ein Aketon ist. Leider. Oh, ach, ich dachte, ich müsste die kaputt machen, aber. War nicht.
War hier nicht noch was? Na, offenbar nicht. Okay. Und hierhin weiter. Jägerhose. Nee, die ist nicht besser. Die ist nicht besser als meine Hose. Komm mal her. Bin einfach zu voll, um das Stück zu laufen. Komm mal aufeinander zu. So. Schneller. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein komischer Schrein? Sieht gruselig aus. So, wir sind gleich da. Coole. Vielleicht ein Monsternest? Ah, ja, ja. Oh nein, Level 9, Ghule. Okay. Doch. Hol das Schwert raus. Hässlicher Bastard. Oh nein, keine Irden. Was denn mit Irden, Alter? Na komm schon. Hallo? Hat nicht funktioniert? Nicht schlecht. Ja, die sind echt ganz schön flink, deshalb mag ich fast gar nicht diese starken Angriffe machen. Will die eh schon immer abhauen. So, ich hoffe. Ach, ich hätte die Dinger auch hochladen können, ne? Naja. Das war okay. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ich weiß, ich weiß. Doch, Bomben habe ich ja wieder hergestellt. Juhu. Sehr gut. Komm schon. Oha. Ach so, ja stimmt. Jetzt sind wir eigentlich schon auf dem Weg zum Baron. Okay. Nicht so schnell, Plätze. Hier, hier. Oha, Plätze. Hallo? Guten Tag. Ich wünsche euch die Punkte. Okay, den Punkt haben wir. Darf ich mit Plätze rein? Ja, darf ich. Finde den Baron. Weiter so, Plätze. Nicht so schnell, Plätze.
Das ist ein Händler, irgendwie. Ah, aber der ist... Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nachts stören kann. Hallo? Guten Tag. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Oh, jemand, mit dem wir Gwyn spielen können. Ich hoffe, das ist ein bisschen einfacher gegen die normalsterblichen Bürger hier. Zeig mir deine Waren. Oh, Religion und Leben. Wieso ist dein Ausrufezeichen? Das kaufe ich mir mal von dir. Und Karten hast du auch. Ja, ja, okay. Aber zwei davon habe ich schon. Die habe ich nicht. Satteltaschen 30. Was habe ich? Muss ich gleich mal gucken. Oh, aber Albrecht habe ich noch nicht. Hier. Gib mir das alles bitte. Jetzt haben wir einige Nilfgaard-Karten bekommen. Auf jeden Fall. Ach, das habe ich ja schon gelesen. Das heißt, das kann er mir auch alles mal abkaufen hier. Perfekt. Okay. Jennifers Brief nicht. Aber den Rest kann er haben. Oh, das war ein anderer Brief von Jennifer. Egal. Was mit dem? Vermisst Mikkel. Ja, gut. Wissen wir ja auch schon. Das Buch muss ich erstmal... Achso, Hendriks Notizen. Ich weiß nicht, soll ich das mal nicht verkaufen? Keine Ahnung. Ja, alles weg. So. Sehr gut. Ach, das kaufst du mir auch ab. Ja, wunderbar. Ja, ich will keinen Ball schwingen. Kein Interesse dran. So. Okay. Ja, ich würde mal was Gwyn spielen. Vielleicht können wir noch eine Karte gewinnen. Das weiß ich nicht. Hä? Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Sowas wie Gwyn oder wenn ich jetzt länger aus Büchern vorlese, dann kennzeichne ich das immer extra als Kapitel, damit das... Ja, falls jemand kein Interesse hat, sich das anzugucken, wie ich bei Gwyn verliere, dann kann man das auch überspringen. Wie sieht das denn jetzt aus mit dem Kaiserreich Nilfgaard? Wie viele Karten haben wir da? Wahrscheinlich nicht genug, ne? Können wir die alle mal eigentlich reinmachen? Schon mal, aber das wird nicht reichen. Ja, nee. Das reicht noch nicht, um ein Spiel zu machen. Gut, dann bleibt es wohl bei den nördlichen Königreichen. Aber wir haben hier das Horn des Kommandanten. Das haben wir neu. Das kann auf jeden Fall irgendwas Cooles, glaube ich. Verdoppelt die Stärke aller Einheitenkarten in dieser Reihe. Maximal. Also, okay, Horn des Kommandanten kann man nur einmal reinlegen. Das ist extrem gut. Die will ich auf jeden Fall drin haben. Dann vielleicht noch eine Wetterkarte raus. Habe ich
die doch mal bitte hier entfernen. Und von des Kommandanten hätte ich gerne drin. Ah, okay, mit Doppelklick jetzt auch, weil das E ist nicht immer da, um die Karten hinzuzufügen. Verstehe ich nicht ganz. Um Gottes Willen, hoffentlich klappt das. Bitte, ich will einmal gewinnen. Hallo? Er spielt auch mit den nördlichen Königreichen. So. Zweimal den Belagerungsexperten. Oh geil, wir haben zweimal blaue Streifen. Cool. Das ist sehr gut. Okay, ich glaube, uns reicht dann aber auch ein Belagerungsexperte. Wir haben nicht so viel da. Ich austauschen. Mhm. Was macht der? Lege diese Karte auf das Schlachtfeld deines Gegners. Sie wird auf die Gesamtstärke deines Gegners angerechnet. Und ziehe zwei Karten vom Nachziehstapel. Okay, also ich ziehe dann zwei. Er kriegt zwar die auf seine Seite gelegt, aber ich ziehe zwei. Okay. Mhm. Na, wen tauschen wir noch? Die Infanterie. Hm. Ja, ich schätze schon. Okay. Die sollten wir vielleicht spielen, wenn wir eh nicht gewinnen können, aber dann müssen wir noch zwei Karten ziehen. Das wäre dann vielleicht ganz praktisch. Wir fangen einfach mal an. Sind hier unsere Fernkämpfer auch recht stark insgesamt, wenn wir die alle ausspielen. Ich fange mal einfach hiermit an. Ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Okay. Hm? Macht ohnehin möglicherweise nur jetzt Sinn, außer wir ziehen noch Belagerungskarten, aber das weiß ich ja aktuell nicht. Okay, er haut auch raus. Er haut raus. Pass auf, dann gebe ich ihm sonst schon mal den Spion, mal gucken, was er macht. Okay. Hm, jetzt hat er die auch noch hier runtergehauen. Gut. Ja, ich würde ihm die Runde auf jeden Fall geben. Und wir sind jetzt im Vorteil. Wir haben 9 Karten, er hat 7. Ich gebe ihm mal die Runde. Ah, er macht das Gleiche. Interessant. Okay, scheiße. Mhm. Auch noch nachgezogen. Verdammt, jetzt sind wir beide auf 9. Ich hasse ihn. Den trägt mich auf. Okay. Aber das war ganz praktisch gerade. Danke dafür. Aber hat er dann wieder nachgezogen eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen.
Er haut auch raus. Wir müssen weitermachen. So. Mal gucken, ob er jetzt passt. Nee, er macht weiter. Ja, um noch Karten zu bekommen. Okay. Die Frage ist, wird er dann noch draufhauen oder nicht? Er hat genug Karten eigentlich noch, dass er uns jetzt sonst, wenn ich passe, dass er vielleicht noch 10 Punkte einfach raushaut, indem er 2 spielt. Also wir müssen... Ich mach mal das. Ich werde mal seine Belagerungs... Also die einzigen Punkte, die er hat, werde ich einmal runterbringen hier. So. Jetzt sieht er sich... Genau, jetzt sieht er sich gezwungen aufzugeben. Alles klar. Ja, dann passen wir auch. Wir kriegen jetzt noch eine Karte. Okay. Aber er hat mit mehr Karten als wir. Das ist ein bisschen blöd. Die hat er hoffentlich nicht nochmal. Ja gut, wir können einfach nur raushauen letztendlich. Wir können noch einmal das Wetter aufklären, sollte er dann eine Wetterkarte spielen. Spielen einfach raus. Was sollen wir sonst machen? Ja, hoffentlich hat er keine Verstärkung hier. Uff, das wird knapp. Scheiße, er hat so viele Karten im Vorteil gerade. Das ist nicht geil. Jetzt habe ich gepasst. Scheiße. Kann nichts mehr machen. Aber bitte sag mir, dass er nur noch Noobs hat. Nein, oh Gott. Gutes Wetter, okay. Jetzt hat er Nebel gespielt. Er hat... Oh, ich darf nochmal. Oh ja, ich kann jetzt nochmal das Wetter aufklären. Sehr gut, ich dachte, ich dürfte jetzt nichts mehr machen. Anführerkarte einsetzen. Oh, bitte. Hoffentlich hat er einfach nichts mehr. Bitte sag, dass er nichts mehr hat. Ja, wir haben gewonnen. Juhu. Cool. Oh mein Gott, aber gerade so am Ende. Das war ganz schön knapp. Habe ich eine Karte bekommen oder nur Kronen? Ja, ich habe eine Karte bekommen. Aber gutes Wetter haben wir schon. Schade. Okay, aber das ist trotzdem ganz cool. Warum schläft ihr auf dem Boden? Warum schlafen die alle auf dem Boden? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Kind ist tot. Es atmet, aber oh Gott. Ist das unheimlich? Das ist unheimlich. Oh, ist ganz gut für die Übung gewesen trotzdem. Ich mag Wind. Ich mag das Spiel. Komm jetzt. Naja, wir gehen ja schon. Wahrscheinlich irgendwie weiter hoch, ne? Hier durch die Tür. Haben die Leute nichts gegen deine... Ach, halt die Fresse. Hier müssen wir offenbar hin. Halt! Wer ist da? Oha, ein Hexer. Oh, oha, Blitze. Wir müssen einmal absteigen. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen.
Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor! Feldwebel! Ardal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Ich und Ärger? Niemals. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Okay. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Ich hab doch den Moment, ne? Salben gegen verschiedene Gebrechen. Ich tausche meine Salben bei Karbunkeln, Furunkeln und Gichtgelenken gegen Pökelfleisch oder ähnliches. Vorsicht, die Salben stinken widerlich, doch schwöre ich, dass sie Wunder wirken. Lemiel. Dachreparaturen. Ich habe ein Händchen für Dächer und am Werkzeug fehlt es auch nicht. Wer sich nicht um seine Hütte kümmert, ist ein Armleuchter. Ein paar davon gibt es im Mittelhain, die wollten meine Dienste nicht. Ihre Hütten sind abgebrannt. Muss wohl das Schicksal gewesen sein, das ihnen Feuer sandte, um ihnen zu zeigen, wie unklug es ist, an diesem Ende zu sparen. Denkt drüber nach, Leute. Klingt mir nach Erpressung. Wahrsagerei, ehrlich und hellsichtig. Viele Jahre habe ich hinter mir und in jedem davon viel durchgemacht. Dafür haben die Götter mir die Gabe des Sehens gewährt. Welche Hand ich auch ansehe, ich habe sogleich Visionen vom Schicksal der Hand, ihres Besitzers und aller Dinge, die sie berühren wird. Manche nennen es Hexerei und wieder natürlich, doch es ist nur eine Begabung, wie viele andere. Mancher ist beim Schwimmen unschlagbar, ein anderer weiß trefflich zu fiedeln, wo die meisten der Geige nur Gequietsche und Gekrächze entlocken. Wer sich nicht fürchtet, sein Schicksal zu erfahren, der besuche die alte Rakre. Oder so. Auftrag, Bestie von Ehrendorf. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf. Frag nach Sobemir, dem Ältesten. Okay. Auftrag Kreischling. Wen es interessiert, hiermit sehr kundgetan, dass der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krähenfels eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässlich gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Chat von Krähenfels. Unsere Heidelbeer ist gestorben. Meine Tochter Heidelbeer, eine liebliche Maid und unser Augapfel starb in diesem Jahr, dem vierten ihres kurzen Lebens. Oh. Wir begruben sie auf dem Friedhof bei der Krummen Birke. Wer ihr einen Erdklumpen hinlegen oder eine Kerze anzünden möchte, tu es dort. Woodkins. Oh, Heidelbeer. Das ist traurig. Ja. Komm, wir gehen mal. Da ist auch ein Schmied. Okay. Aber ich denke, wir folgen erstmal. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Okay. Ich folge immer noch. Geht das auch ein bisschen schneller? Hallo? Oh nein, ich kann nicht schneller laufen. Das ist ja schade. Alter, sag mal.